Willkommen zurück auf der Nexus und ich muss hier gerade was laden, weil egal welchen Spielstand ich lade auf der Nexus, es beginnt sofort ein Film und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb lade ich jetzt mit euch zusammen diesen Spielstand. Letztes Mal haben wir ja aufgehört in der Bar, ihr könnt euch erinnern. Jetzt geht's los schon. Ich heiße unsere Asari-Pilgerinnen auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Lucinia endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Asari leben. Ebenso wie unser Traum. Ah, und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Rider. Möchten Sie uns etwas sagen? Der Traum lebt noch, wäre schon mal gut. Wir haben langsam den Bogen raus. Relativ cool. Nur mein Job, ja. Motivationsrede. Ich stimme Direktor Tan zu. Unser Traum lebt und gemeinsam können wir ihn wahrmachen. Genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Und das habe ich ja auch. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Sie haben uns gerettet? Ja. Ich schulde Ihnen alles. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Genau. Dann bleiben wir hierbei. Eine strahlende Zukunft. Sie haben viel durchgemacht, aber es wird besser. Es gibt in Helios viel Gutes. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich kann nicht glauben, dass Sie das gesagt haben. Was denn? Ich war nur ehrlich. Ja, der Unterschied zwischen ehrlich sein und einfach nur Arsch. Der Film ist dazwischen geschoben worden, deshalb mache ich jetzt das Review. Wir haben ja vorhin in der Bar weitestgehend, also wir haben alles erledigt im Vortex und haben jetzt hier noch einige Quests auf der Nexus, wobei ich will mich da nicht zu lange aufhalten, sondern will direkt wieder weiter starten und die nächsten Herausforderungen annehmen. Mal gucken, hier sollte irgendwas gehen oder starten. Das ist Pathfinder Rider. Ist es wahr? Hat es einen Attentatsversuch auf diese Verräterin Sloane Kelly gegeben? Ja. Oh, das ist schön. Dann läuft sie jetzt mit einem Fadenkreuz auf dem Rücken herum. Und eines Tages bekommt sie, was sie verdient. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das nicht doch hätte verhindern sollen. Oder, ja, ich glaube, Rice wäre mir ein bisschen lieber gewesen als Sloane. Ach, machen wir mal ganz cool hier. Eines Tages bekommen wir alle, was wir verdienen. Aber wenn es eine Gerechtigkeit gibt, erwischt es sie vor uns. Sie verdient den Tod. Was? Ich habe eine unautorisierte Lieferung nach Kedera abgefangen. Wichtiges Material, Essensrationen, Werkzeug, Energiezellen, das volle Programm. Alles korrespondiert mit Diskrepanzen im Inventar. Jemand stiehlt und lagert Vorräte auf der Nexus und der Hyperion und beliefert damit die Exilanten. Wenn Sie die Augen nach verdächtigen oder falsch gelagerten Paketen offen halten könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Gestohlene Vorräte haben keinen Freigabevermerk. Sam sollte sie also identifizieren können. Das ist, glaube ich, das Quest mit Spender oder könnte gut was mit Spender zu tun haben. Wir werden mal eben die Scans hier machen. Da ist schon eine Kiste. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren.
Und wir müssen noch weitere Kisten scannen. Das machen wir dann aber später auf der Hyperion. Die wollte ich bloß eben mitnehmen, damit wir hier in dem Bereich nichts vergessen. Und wir holen uns noch eine Quest ab. Das könnte im Kulturbereich sein. Der... Ich weiß gar nicht, warum der unten zu ist und warum wir da oben immer... Die Angara sind Überlebenskünstler und bereit, uns zu helfen. Sie werden großartige Verbündete abgeben. Hey, da ist Jarl. Pathfinder, danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Ja, und länger. Es gibt abertausende Jahre der Geschichte, bevor die Menschheit überhaupt auf den Plan tritt. Ich könnte mir gut vorstellen, mich hauptberuflich damit zu beschäftigen. Tja, zu schade, dass Sie schon einen Job haben. Das Quest ist hinter uns. Und zwar hier. Interessanter Ort, nicht wahr? Alle lächeln und schütteln sich die Hände. Nicht viele Soldaten. Dabei wird der Frieden, den Politiker schließen, doch immer von uns Soldaten bewahrt. Ja. Naja, nehmen wir mal das. Politiker werden nervös, wenn Leute etwas Explosiveres als ein faules Ei in der Hand halten. Sie kennen das auch? Das Militärleben ist anscheinend überall gleich. Aber ich bin unhöflich. Ich kenne Sie, Pathfinder. Ich bin Andragnor, ein Heskarl vom Widerstand. Ein Heskarl? Vor Jahrhunderten waren Heskarl Spezialeinheiten. Wir verteidigten Kolonien und gaben unser Wissen mündlich weiter. Nur wenige erinnern sich heute noch an uns. Ich bin gekommen, um zu erfahren, was die Milchstraße von solchen Dingen weiß. Ich habe gehört, dass Ihr Vater zu einem ähnlichen Programm gehörte. N7. Was wissen Sie bereits über das N7-Programm? Soldaten der Menschen wurden auf exotischen Welten ausgebildet. Arcturus, Europa, Rio de Janeiro. Sie lernten in allen Umgebungen zu kämpfen, mit wenig Nahrung und Schlaf. Sie kümmerten sich um ihre Verwundeten. Sie waren Anführer. Stimmt das? Gehörte Ihr Vater nicht auch dazu? Yep. Er war einer der ersten N7 und er war stolz darauf, obwohl er nicht geblieben ist. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mir und meiner Schwester ein paar Tricks beizubringen. Sie verfügen also über einen Teil dieses Wissens und haben zudem ihre Pathfinder-Fähigkeiten. Eine N7-Ausbildung wäre von Nutzen für mein Volk. Die Heskarl-Ausbildung für das Ihre. Wie wär's mit ein paar Manövern? Zeigen Sie mir, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten die Prüfung für einen Heskarl-Rekruten angehen würden. Es wäre eine Herausforderung für Sie und bestimmt lehrreich für mich. Hab keine Ahnung, aber ich guck mal, was er genau von mir will. Eine Chance, mit den Besten der Angara zu arbeiten? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich aktiviere unsere Trainingssender. Sie zu finden ist Ihre erste Prüfung. Und dann freue ich mich darauf, von Ihnen zu lernen. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier eine Angara-Kampfausbildung bekommen. Vielleicht lernen wir dann ein paar neue Moves. Aber habt ihr gerade auch gesehen, wie cool er schon den Handschlag mit ihm gemacht hat? Also. Hier gehen wir jetzt hin. Und scannen noch ein Paket. Will noch mal ganz kurz gucken, ob Phoebe oben ist in ihrem Zimmer. Vielleicht hat sie noch was für mich. Und dann gucken wir mal. Letztes Mal haben wir hier was Schönes bekommen. Und es sieht nach wie vor noch mega chaotisch aus bei ihr. Sie ist viel, wahrscheinlich gerade im Bad, da wollen wir jetzt nicht stören.
Wollen wir schon, aber wir kommen nicht rein. Gut, dann laufen wir und gehen auf die andere Station. Na, was mir noch einfällt. Oh, kann ich Ihnen? Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Da wollte ich sogar gar nicht hin, obwohl Doppelerweiterungsmodul. Ach, nehmen wir mal mit. Erstmal alle Bergungsgüter verkaufen. Antipanzerungsmodul. Dauerverlängerungsmodul. Die Module sind nämlich die Sachen, die wir... Wir haben so viel Geld. Die Module nehmen keinen Platz weg in unserem Inventar, was aber auch jetzt massiv ausgestockt worden ist seit dem Patch und was wir durch die Reliktkammer nochmal richtig verstärkt haben. So, die nehmen wieder Sachen weg. Deshalb machen wir das so. Das kostet 12. Das ist aber für uns kein Problem. Wir haben so viel an Materialien. Und wenn wir nämlich jetzt später eine Waffe bauen, dann haben wir auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Hier haben wir neue Farben, das finde ich auch toll. Blackout. Oh ja, meinen schwarzen Archangel. Ach, mach mal einfach alles. Wir waren so sparsam. Jetzt können wir mal die Kohle unter die Leute bringen. Im Fahrzeughändler. Waffen haben wir ja selber schon hergestellt. Und falls wir gleich noch ein schönes Sturmgewehr herstellen... Da habe ich dann schon sämtliche Mods geholt, damit wir die Auswahlmöglichkeiten haben. Wir sind jetzt hier in der Kommandozentrale und werden mal zum Habitationsdeck fahren. Die Behörden versuchen weiterhin, Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Hier, ne? Nee. So. Hier können wir auch was scannen. Es wird wärmer. Da ist auch noch eine Kiste. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. Genau. Ja, dann sind wir hier im Atrium. Dann gucken wir doch mal, was wir... Und hören mal, was wir beim Sam machen können. Ich denke mal, er hat neue Erinnerungen für uns. Bin ich sogar überzeugt. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Das war vorerst alles. Natürlich. Sorry, ich hab, Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Dann spielen wir sie ab, obwohl er mir das ausgraut. Hier fände ich schöner, wenn's... Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert?
Wer war das? Der Wohltäter? Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen sie neues Licht in die Sache. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Dann spielen wir die auch nochmal ab. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag ihrer Mutter. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Mom. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alan. Ich. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Gehen wir mal auf Suvis Seite. Ich glaube nicht, dass es das Ende ist. Mom ist nicht einfach für immer verschwunden. Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Aber ich mag den Gedanken, dass die Existenz irgendwo weitergeht. In dem Fall wäre mein Scheitern bei ihrer Rettung nicht endgültig. Ihr Vater hoffte, ich würde sie heilen. Fragen wir mal nach. Ich habe das nie verstanden. Warum ist sie trotz all deiner Fähigkeiten gestorben, Sam? Meine Fähigkeit zur Verbesserung organischer Physiologie hat Grenzen. Die Krankheit ihrer Mutter war systemisch. Außerdem ist Leben mehr als nur Biologie. Es ist auch der Wille, weiterzuleben. Ich glaube, ihre Mutter hat ihr Schicksal akzeptiert und darum hat ihr Körper den Kampf aufgegeben. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Dann... ja... Dann wurden ja weitere Audiologs freigeschaltet. Die will ich mir natürlich jetzt auch anhören. Die persönlichen Logs ihres Vaters. 1 haben wir und 1 ist noch verschlüsselt. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Treffen. Ich dachte, es wäre mit Gian Garson, der Gründerin der Initiative. War es aber nicht. Gian ist die Visionärin. Sie begeistert alle für das Projekt und sorgt für Publicity. Aber offensichtlich beschafft dieser Wohltäter Ressourcen und Geld. Und zwar viel Geld. Das Ganze ist ungewöhnlich, aber das gilt für alles an diesem Projekt. Interessant. Ich frage mich, ob Direktor Ten darüber irgendwas weiß. Ich sollte mal mit ihm darüber reden. Das hatten wir noch nicht. Annahme des Angebots. Ich habe das Angebot der Initiative angenommen. Sie nennen mich einen Pathfinder.
Es gibt keine andere Option mehr. Ohne sie wird Sam niemals Realität. Unsere Ersparnisse sind verbraucht und niemand ruft mich zurück. Ich bin ein Paria. Irgendwas an diesem Wohltäter ist seltsam. Aber Alan geht es schlechter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Der ist verschlüsselt. Und sonst haben wir ja alles. Wer ist dieser Wohltäter? Ich weiß jetzt nicht mehr, im letzten Teil, wie hieß der nochmal, der Händler? Vielleicht hat es damit was zu tun. Der ist ja auch nochmal aufgekreuzt. Da frage ich mich doch aber auch, wie es meiner Schwester jetzt gerade geht, wo wir schon so weit hier drinnen sind. Die sollten wir unbedingt auch noch besuchen. Pathfinder? Ja. Okay. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Seien Sie da draußen vorsichtig. Ah, hier ist der Captain. Tut mir leid, dass ich Sie rufen musste. Aber diese Sache sollte diskret behandelt werden. Ich höre. Kurzversion. Einer von Harrys Metecs hat eine Verwandte an Bord geschmuggelt. Er hat sie aufgeweckt und freigelassen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Verwandte eine seltene Krankheit hat. Noch nicht ansteckend, aber in fortgeschrittenem Stadium. Ach, jetzt muss ich wieder über Leben und Tod entscheiden. Eigentlich würde ich das ganz gerne abgeben. Weiß Tan schon davon? Was? Nein, natürlich nicht. In Tans Büro sickert jede Information sofort durch. Wenn das bekannt wird, haben wir eine stationsweite Panik. Außerdem ist es eine Angelegenheit der Hyperion. Meine Verantwortung. Okay, dann nehmen wir das in die Hand. Und damit auch meine. Nicht wahr, Captain? Danke, Ryder. Bitte behalten Sie es momentan noch für sich. Wir kommen nur dann ohne große Verluste aus der Sache raus, wenn wir das Problem lösen, bevor das Gerücht sich verbreitet. In Ordnung. Ich kümmere mich darum. Gut. Reden Sie mit Harry. Er kennt die Einzelheiten. Bringen wir die Angelegenheit unter Kontrolle, bevor es zu spät ist. Dann machen wir das. Wir können uns ja jetzt schon mal überlegen, wie wir verfahren. Wir können sie auf irgendeinen Mond aussetzen. Wo sind Sie? Ach komm. Hallo, Vetra. Sie verbringen immer noch keine Zeit auf der Nexus, oder? Nein. Ich habe die Runde gemacht. Da laufen immer mehr Leute rum. Meine alte Wohnung wurde beschlagnahmt. Wahrscheinlich brauchen sie den Platz. Da war ich gerade drin. Aufgeräumt war es immer noch nicht. Das scheint sie traurig zu machen. Nicht wirklich traurig. Ich habe nur erkannt, wie schön es war, einen ruhigen Ort zu haben, wo ich einfach verschwinden konnte. Jetzt kann man hingehen, wo man will. Zack, überall Leute. Okay. Scheint nicht so dein Ding zu sein. Ja, hier brauche ich mich auch nicht mehr lange aufhalten. Wir gehen jetzt auch... Hier ist alles zugestellt. Hier komme ich gar nicht mehr hin. Dann besuchen wir nicht unsere Schwester. Beziehungsweise... War die auf der Kyrie-Station? Kam es zu einer Geiselnahme, die von der Nexus-Sicherheit gewaltsam beendet wurde. Zahlreiche Beteiligte wurden dabei verletzt. Grund für die Eskalation war die Forderung der Demonstranten, bei der Stase-Aufhebung nicht länger Personen mit politischen Beziehungen zu bevorzugen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Nein, ich habe hier dies bisher alle auf dem Lager. Und noch eine Kiste. Noch ein Lager mit gestohlenen Vorräten. Alarmiere den Dockverwalter. Mist, ich glaube, ich hätte vorhin noch mal scannen müssen. Aber jetzt machen wir erstmal das. Also hier, Kyrie-Station, klar. Hier ist jetzt meine Schwester. Das ist nicht gut. Selbstverständlich. Verdammte Exilanten. Sah halt gleich aus, deshalb war ich gerade verwirrt. So, was macht sie denn? Gut, dass Sie da sind. Hat dann Sie informiert? Ja, die Kurzversion. Nur die Zusammenfassung. Die vollständigen Einzelheiten sollen Sie mir geben. Großartig. Also dann, legen wir los. Vor unserer Abreise hat mein MedTech Charlie seiner Tante geholfen, sich beim Initiative-Programm anzumelden. Er hat beim Auswahlprozess betrogen?
Ja, sie hat TH-314. Tödlich in späteren Stadien, hochgradig ansteckend und speziesübergreifend. Die Krankheit war inaktiv, brach aber aus, als Charlie sie aufweckte. Er hat angenommen, es wäre nur die Stase-Krankheit. Es gibt kein Heilmittel, keinen Impfstoff. Sie ist im letzten Stadium tödlich und die Tante ist verschwunden. Wir haben ein Problem. Bin ich jetzt gleich knallhart, aber ich frage erstmal nach, was das ist. Was muss ich über dieses TH-314 wissen? Die Symptome im ersten Stadium erinnern an die Stase-Krankheit und darauf ist auch Charlie reingefallen. Im zweiten Stadium treten Anfälle von extremer Paranoia auf. Im dritten wird die Krankheit dann virulent. Übertragung durch die Luft, das volle Programm. Ist noch jemand infiziert? Bisher nicht. Den Testergebnissen zufolge, die ich erhalten habe, nachdem Charlie weg war, ist sie noch im ersten Stadium. Wenn sie das dritte Stadium erreicht, Ryder, das wäre übel. Die Krankheit ist selten, aber eine von denen, die Pandemien auslösen. Wissen Sie, wo Charlie ist? Er wurde vor kurzem für eine Mission einer Apex-Einheit zugeteilt. Sie ist zurzeit nicht erreichbar. Charlie wusste nicht, dass das Virus nach der Stase ausbrechen würde. Virologie ist nicht sein Spezialgebiet. Sie ist seine einzige Verwandte. Trotzdem hätte er es natürlich besser wissen müssen. Tja. Wir müssen dafür sorgen, dass sie eingeliefert wird und niemanden ansteckt. Ich würde gerne ihr Wohlbefinden über alles andere stellen. Aber wir müssen die Auswirkungen berücksichtigen. Aber es ist oberste Priorität, dass TH-314 sich nicht ausbreitet, was es auch kostet. Das wird nicht einfach werden. Muss ich sonst noch was wissen? Handeln Sie rasch, aber diskret. Wir können deshalb nicht die ganze Station in Panik versetzen. Ich muss also lediglich eine ganze Raumstation durchsuchen. Diskret. Alles klar. Es könnte schlimmer sein. Sie könnte die Station verlassen haben und potenziell die Angara anstecken. Fangen Sie beim Zoll an. Da musste sie trotz gefälschter medizinischer Freigabe durch, so wie alle anderen. Dr. Carlyle hat mir Zugriff auf das Profil von Ruth Becker gewährt. Die Datei enthält auch eine Personenbeschreibung. Mhm. Das hilft uns weiter. Danke, Sam. Ja, die müssen wir mal gucken. Also, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dass hier ansteckend ist und dass hier komplette Paranoia gibt. Aber hier war ich ja auch selten drin, ne? Hier liegen noch die ganzen Eingefrorenen. Gut, ich frage trotzdem mal nach meiner Schwester nach. Das finde ich schon sehr beunruhigend, dass sie hier die ganze Zeit liegt und... Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Mhm. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ja. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen... Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Ja, wie geht's denn meiner Schwester? Wie geht es Sarah? Scheint alles in Ordnung zu sein. Ihre Stimme zu hören war bestimmt eine große Hilfe. Auch wenn sie die Wahrheit ein wenig verbogen haben. Ups, habe ich das? Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Wir werden sie vermissen, Harry.
Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. Abgemacht. Ja. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Sarah was ändert, melde ich mich. Okay, dann müssen wir hier warten. Ich wollte jetzt nicht nochmal seine ganze Geschichte erfahren. Hier ist dann, hier müsste dann zu sein, ganz genau. Wir müssen aber nach wie vor noch die Koffer scannen. Deshalb gehen wir mal hier hin. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf. Und um Spencer müssen wir uns unbedingt auch noch kümmern. Ich weiß gar nicht, wo sein. Bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wahrscheinlich muss ich die Quest jetzt immer manuell anwählen. Hier sollten wir auch was scannen. In der Zollstation. Hallo, ich bin Jean Garth, Gründerin der Initiative. Beziehungsweise Name? Ryder. Hallo, willkommen auf der Nexus. Danke. Ich überprüfe nur schnell die Datenbank und... Moment, Sie haben bereits eine Freigabe. Und Sie sind ein Pathfinder. Hallo? Sie können mir vielleicht helfen. Ich suche jemanden. Haben Sie Ruth Becker gesehen? Ja, habe ich. Warum fragen Sie? Ja. Ich muss für Harry etwas verifizieren, was Ihre Person betrifft. Nichts Besonderes. Oh, naja, wenn Harry sie schickt, ist es wohl in Ordnung. Also, mal sehen. Ja, Ruth Becker. Sie wollte mich mit ihrem Neffen verkuppeln. Süß. Erinnern Sie sich noch an was anderes? Es gab Probleme mit ihrer Akte, weshalb ich ihren Zugang anfangs auf den Gemeinschaftsbereich beschränken musste. Aber ich habe die Sache geklärt und ihr eine Nachricht geschickt, dass die Beschränkung aufgehoben wurde. Alles klar, danke. Sie hatte also nur beschränkten Zugang. Sam, kannst du damit irgendwas anfangen? Ja, ich denke, ich kann Ihnen helfen, Ihre Schritte zurückzuverfolgen. Zumindest während dieses Zeitraums. Pathfinder. Ich habe Ruth Beckers biologische Signatur mit den Standortdaten verknüpft. Sie können jetzt Ihren Scanner verwenden, um Ihre Bewegungen im... Ruth Becker war hier, Pathfinder. Sie können ihr mit Ihrem Scanner folgen. Okay. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit nach Geistern suchen? Echt jetzt? Danach werden Sie weitergeleitet. Angeblich will Camden das Kreuz mit Erdbeeren. Ganz habe ich es wohl doch noch nicht begriffen. Sie haben uns alles gesagt. Ach. Mir fehlt der Jetpack. Ihr Scanner kann Ruth Beckers Bewegungen jetzt wieder erfassen. Guten Morgen. Hi. Oder haben ja, Ruth. Muss ich jetzt die ganze Station abscannen? Der Scanner kann Ruth Beckers Bewegungen jetzt wieder erfassen. Ja, Ruth. Hoffentlich bist du zur Kommandozentrale gegangen, da müssen wir nämlich eh hin. Die Behörden versuchen weiterhin, Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Achtung an das gesamte Personal. So, die Archäologie bestätigt den Abschluss des Anzugs. Hier gibt's eine nichts. Das ist Sid. Das ist, hier müssen wir die EMP-Geräte finden. Hier kriegen wir eine neue Quest. Da kriegen wir auch im Büro von Ten eine neue Quest. Einiges zu tun. Und ich bin mal, am meisten bin ich gespannt auf die Quest mit Spencer, wo wir hergehen müssen. Aber wir können ja nochmal die Einsatzteams losschicken. Erfolgreich und
Erfolgreich, sehr gut. Dann machen wir das mal eben. Hier haben wir den November. Lima, du kannst auch mal was Silbernes machen. Mike, du bist... Komm, Informationen sammeln. Dann mach das Janky. Und... Ich kenne die Citadel nur aus Videos. Alle drauf. Sid, ja, wir haben deine Quest noch nicht gemacht. Mal gucken, wie du reagierst. Gut, dass Sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass sie offenbar über unsere Operation Bescheid wissen. Als würde sie jemand mit Informationen versorgen. Soll das heißen, Sie haben einen Insider? Vielleicht. Und das wäre ziemlich übel, oder? Ich habe es gemeldet und Sie sagen auch, Sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen Sie es wieder. Aber Sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen Sie etwas dagegen unternehmen. Das machen wir auch. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo Sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte Ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können Sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin Sie sich danach zurückgezogen haben. Machen wir. Danke für das Quest. Hier sind noch die Wissenschaftler. Hier haben wir... Da brauchen wir nicht mitreden, da haben wir noch nicht alles gescannt. Mal eben ganz kurz schauen. Hier sollten wir noch was scannen, ne? Da ist er auch. Deaktivieren wir den zweiten. Ryder, bitte. Die Nexus braucht diese Computer nicht. Aber wir sind erst vor einem weiteren Overlord sicher, wenn sie weg sind. Das können Sie nicht wissen. Doch, das kann ich. Ich habe alles geopfert, um das Projekt aufzuhalten. Also, da werde ich auch hergehen und sagen, das brauchen wir hier gar nicht, Computer zu zerstören. Psst, Wilma. Pathfinder Ryder. Ja. Ich komme. Was ist los? Warum flüstern Sie? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kedera Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn Sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. Ja, gut, komm. Ich werde versuchen, welche aufzutreiben. Ausgezeichnet. Oh, scheiße. Psst. Ja, und dabei haben wir den absoluten Fachmann zum Teufel gejagt, den Reyes. Wir brauchen mal auch nicht mehr reden. Hier haben wir kein Quest. Wir müssen das Quest von Spencer noch durchsuchen. Aber hier gibt es erstmal EMP-Geräte. Mit Addison müssen wir noch reden. Und hier müssten wir das letzte Gerät irgendwo finden. Da ist der Spencer, aber da müssen wir erstmal sein. Sein Zimmerchen durchsuchen. Wo ist denn hier der Koffer? Hier eigentlich was getan. Sieht schon wieder mehr zusammengebaut aus. Kolonialverwaltung, bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Stand. Jetzt gehe ich mal, bevor ich hier die ganze Zeit suche. Apex-Personal. Bitte, das nützt Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen.
Da ist er. Echt charmant übersehen. Damit wäre der dritte deaktiviert. Ryder, wir haben Knight umstellt. Aber sie hat das letzte dieser Geräte bei sich. Ein Scharfschütze steht bereit. Aber sie will mit ihnen reden. Wir könnten die Sache friedlich beenden. Das würde ich auch gerne. So, spreche ich mit der Punkt, Punkt, Punkt. Hallo, Pathfinder. Hatten wir das nicht schon? Ich habe nachgeforscht und es gibt da ernsthafte Bedenken wegen Spender. Und was hat das mit Ihrem Job als Pathfinder zu tun? Es hat etwas mit Ihrem Job zu tun. 3, 4, 5. Genau. Ich habe 1,5 Jahre lang alles erledigt, obwohl ich nichts hatte. 1000 Leute saßen mir ständig im Nacken. Spender mag ein Scheißkerl sein, aber er hilft mir. Falls Sie also Anschuldigungen vorzubringen haben, Pathfinder, sollten Sie gesichert sein. Ich lasse durchaus Leute fallen wie heiße Kartoffeln, aber nicht aufgrund eines Verdachts. Dafür haben wir nicht genug Leute. Den bringe ich dir, den Verdacht. Direktor Edison? Pathfinder. Und werfen dir ins Gesicht, Jo. Jetzt kriegst du nochmal den Evil Look. Rechte Maustaste geht hier nicht. Das könnte auch ein Unfall sein. Einen schönen Nachmittag, Pathfinder. Oder guten Morgen. Je nachdem, nach welcher Welt wir uns richten, die wir entdeckt haben. Direktor Edison stört das sehr. Warum haben einige Kolonisten eine Kennzeichnung aus Zahlen und Buchstaben? Die haben alle Mitglieder der Initiative. Zumindest irgendwo in der Datei mit ihrem Lebenslauf. Sie ist aber nicht relevant, wenn sämtliche Aufgaben von allen erledigt werden. Es ist ungefähr so wie bei einem zweiten Vornamen. Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Nein. Ich wusste nicht mal, dass ich eine habe. Sie waren in erlesener Gesellschaft schon bevor Sie zum Pathfinder ernannt wurden. Ryder, Pathfinder, Spezialistenkennzeichnung. A04 Malapa. Was Interessantes? Ein A und niedrige Null. Da ist jemand schon von Anfang an dabei. Ja, dann bin ich der Alapa und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? So, hier. Hi, hier gibt es auch noch einiges zu tun. Beziehungsweise holen wir uns erstmal die Quest an. Ab. Und zwar bei Sellers. Entschuldigen Sie, Pathfinder. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Die Liebe kann uns zu allem Möglichen bringen. Er hat sie nicht geliebt. Es war nur eine Affäre. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Pathfinder, diese Namen passen zu einem Log, das wir gefunden haben. Clement wollte fliehen und Rose hat ihn getötet. Wir wissen bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Ihr Freund hat es nicht geschafft. Ich wusste es. Armer Sanjeev. Es ist nur ein kleiner Trost, aber ich habe die entsprechenden Daten an Direktor Tan weitergeleitet. Sanjeevs Ruf wird wiederhergestellt. Das ist schön. Ich hatte bereits meinen Frieden mit dem Gedanken gemacht, ihn nie wiederzusehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist toll, wenn wir alles aufsammeln. Dann können wir schon die Quest im Vorfeld abschließen. Korach, rede du doch mal mit mir.
Vedaria findet sich in ihrer Rolle als Pathfinder gut zurecht. Es klingt, als würden Sie ihr den einen oder anderen Ratschlag geben. Ich teile einfach nur unsere Erfahrungen mit ihr. Vielleicht erspart ihr das ja ein paar Schrammen. Vedaria hat ein Ziel, für das sie kämpfen kann. Alles, was sie jetzt noch braucht, ist ein gutes Team. Okay. Dann Ryder, freut mich, Sie wiederzusehen. Vedaria, erinnern Sie sich? Klar. Der Transfer ist abgeschlossen. Ich habe den Posten als Pathfinder von Sarissa offiziell übernommen. Das wird keine leichte Aufgabe. Du schaffst das schon. Willkommen bei einer sehr exklusiven Gruppe. Sie werden den Asari Ehre machen. Danke, Ryder. Von Ihnen bedeutet mir das sehr viel. Ich muss ein Team ausbilden und meine eigene Ausbildung abschließen. Bei der Göttin, es ist so viel zu tun. Aber ich hoffe, es hilft, wenn man weiß, dass es da draußen noch einen anderen Pathfinder gibt. Wo ist denn die Sarissa? Die haben wir ja in der Folge zuvor, haben wir sie wirklich eiskalt gestellt und abgesägt auch. Mir ist Sarissa noch gar nicht begegnet. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, sie hat ihre Waffen und ihre Panzerung genommen und ist wortlos gegangen. Wird sie klarkommen? Ich hoffe es. Sarissa hat einen starken Willen, aber diese Sache hat sie sehr verletzt. Der nächste Cat, dem sie begegnet, tut mir fast schon leid. Wie lautet Ihre Mission, jetzt wo Sie ein Pathfinder sind? Ich werde die Geißel erkunden und kartografieren. Ich will die Cat aus ihren Verstecken treiben. Wenn die Göttin es will, ist das Datenmodul den Preis wert, den wir dafür bezahlt haben. Wie fühlt es sich an, endlich wieder auf der Nexus zu sein? Es ist... Wenn man so lange auf einer Arche gelebt hat, die praktisch auseinanderfällt, ist man das Gefühl von Sicherheit gar nicht mehr gewohnt. Aber ich kann frei atmen. Mit den Leuten reden, denen ich helfen soll. Es ist Heimat. Sie machen auf mich den Eindruck, dass Sie viel Kraft aus Ihrem Glauben schöpfen. Das ist richtig. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich niemals alleine bin. Und mit meinem Sam trifft das jetzt sogar doppelt zu. Glauben Sie auch an etwas Bestimmtes? Na klar. Ja, und ich verstehe, was Sie meinen. Dann hoffe ich, dass wir beide finden, was wir suchen. Ich auch. Viel Glück, Pathfinder. Die Göttin sei mit Ihnen. Ja, das Datenpad hatten wir schon. Und dann reden wir doch mal mit Ten. Läuft es mit der Arche Lucinia? Das Aufspüren der Asari-Arche war gute Arbeit, Ryder. Ich höre, es hat Probleme mit Sarissa gegeben. Wir haben sie gelöst. Vielleicht ist es besser, wenn ich gar nicht mehr weiß. Wichtig ist nur, dass die Lucinia sicher zurückgekehrt ist. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nur aus Neugier. Was wissen Sie über die Unterstützer der Initiative? Nur das, was alle wissen. Jean Garson war die Gründerin und hatte die Vision. Unglücklicherweise starb sie während der Geißelkatastrophe auf der Nexus. Gibt es sonst noch jemanden? Ich wünschte, es wäre so. Eine Stimme, die das Gesindel zum Schweigen bringt. Dann würde Cash vielleicht zuhören. Aber nein, wir sind allein. Warum fragen Sie? Ich frage direkt nach jetzt bei ihm. Ich habe Informationen, die darauf hindeuten, dass Garson nicht die Einzige war. Was für Informationen? Das ist kompliziert. Aber es gab einen stillen Partner. Einen Wohltäter. Selbst wenn das wahr wäre. Wir sind jetzt schon 14 Monate hier und haben noch nichts in der Richtung gehört. Dieser Partner ist entweder ein Geist, verschollen oder tot. Nein, Gian Garson war unser Leuchtturm. Schon traurig, wenn jemand von so großer Bedeutung ganz alleine sterben muss. Oh. Überall herrschte Chaos. Als man sie fand, war sie bereits tot. Ihren Verletzungen erlegen. Wurde der Fall untersucht? Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Stase. Aber die Geißelkatastrophe brachte so viel Zerstörung. Der Tod war überall. Falls Sie andeuten wollen, dass etwas anderes passiert ist, Ryder, würde ich es begrüßen, wenn Sie es nicht täten. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung und Unruhe. Danke für Ihre Zeit. Ryder, wenn Sie das weiterverfolgen wollen, könnte ein Zugriff auf die Sicherheitsunterlagen der Nexus mehr Informationen zutage fördern. Mhm. Scheint, als hätten wir auf der Nexus noch einige Aufgaben.
Und deshalb werde ich hier eine Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder und lösen die Aufgaben der Nexus und ziehen dann weiter los. Also bis später.